Herzlich willkommen bei Music Store TV. Mein Name ist Volker Holtmeier, ich komme von Audio Pro, dem deutschen JBL-Vertrieb. Und wir haben hier einen neuen JBL-Lautsprecher, Ion One Compact. Ion One Compact ist ein akkubetriebener, aktiver Zweiweg-Lautsprecher mit einem integrierten Vierkanal-Digital-Mischpult. Akkubetrieben bedeutet, dass wir einen Lithium-Ionen-Akku haben, den wir wechseln können. Die Spielzeit ist angegeben mit 12 Stunden und innerhalb von 2,5 Stunden ist der Akku wieder komplett geladen. Die Bestückung ist so, dass wir einen 8 Zoll Tieftöner haben und einen 1 Zoll Hochtöner. Abstrahlen tut der Lautsprecher mit 100 x 60 Grad. Und von der Performance her ist er mit 112 dB Maximalpegel der lauteste Lautsprecher seiner Klasse. Im Tieftonbereich reicht der Frequenzgang hinunter bis zu 37,5 Hertz, was in diesem Bereich wirklich auch einmalig ist. Wir haben einen Line-Eingang, der von der Impedanz sehr geeignet ist, um damit direkt ein Keyboard anzuschließen oder auch eine Gitarre. Und der vierte Eingang ist ein Bluetooth-Eingang, wo ich also mit meinem Device auf das Gerät Audio streamen kann. Und ich kann wahlweise umschalten auf den 3,5-Klinke-Anschluss, wo ich dann mit einer Kabelverbindung zum Beispiel ein Handy anschließen kann. Die Bluetooth-Verbindung, das Audio-Streaming, funktioniert so, dass ich zu der einen Box Audio streame und mit Bluetooth-Broadcast kann ich dann bis zu 4 weitere Ion One Compact ebenfalls ansteuern. Da kann ich dann wählen, ob ich das Signal mono, links oder rechts wiedergeben möchte. Und im einfachsten Fall kann ich dann mit 2 Ion One Compact ein Stereo-Setup aufbauen. Ja, für wen ist der Lautsprecher? Er ist geeignet für Alleinunterhalter, für Straßenmusiker, für Kirchen, für Schulen, für Präsentationen. Überall da, wo ich einen ultrakompakten Lautsprecher brauche, der eben direkt einsetzbereit ist. Vom Handling her haben wir oben einen Griff, wo ich den Lautsprecher wunderbar mittragen kann. Er wiegt nur 8 Kilo. Unten haben wir natürlich den obligatorischen Hochständerflansch, dass ich den Lautsprecher auf ein Stativ bringe. Wir können den Lautsprecher mit der Monitorschräge als Wedge auf den Boden legen. Da gibt es noch das nette Feature, dass man das Logo entsprechend auch drehen kann. Also ein vielseitig einsetzbarer Lautsprecher. Der Lautsprecher lässt sich per Bluetooth ansteuern. Es gibt also eine App für iOS und für Android, die frei verfügbar ist. Und mit dieser App kann ich den Mischer steuern. Ich kann also nicht nur Audio streamen auf den Lautsprecher, sondern auch den Vierkanal-Mischer in all seinen Funktionen bedienen. Das Bluetooth-Audio-Streaming funktioniert so, dass ich mit einer Box direkt sprechen kann und diese Box kann bis zu 3 weitere Lautsprecher ansteuern. Das heißt, ich kann bis zu 4 Lautsprecher mit Bluetooth-Broadcast mit Audio beschicken. In den einzelnen Lautsprecher kann ich dann wählen, ob das Signal mono, links oder rechts wiedergegeben wird. Und so könnte ich dann mit 2 Lautsprechern ein Stereo-Links-Rechts-Setup abbilden. Der Mixer, wie gesagt, kann am besten gesteuert werden mit der App. Die wichtigsten Funktionen kann ich auch direkt an der Box bedienen. Wir haben einen Vierkanal-Mischer mit 2 vollwertig ausgestatteten Mikrofon-Line-Kanälen. Mit Eingängen für 6,3 Klinke, dass ich also ein Instrument anschließen kann und gleichzeitig XLR, also als Combo-Buchse. Ich kann dort umschalten von Mikrofon auf Line-Pegel und ich habe in jedem Eingang neben den Höhen- und Tiefenreglern noch weitere 4 vollparametrische EQ-Bänder, die ich eben über die App bedienen kann. Kanal 3 ist dann ein Line-Pegel. Kanal. Dort haben wir die Impedanz so gewählt, dass wir dort mit einem Keyboard direkt rangehen können oder auch eben mit einer Gitarre. Auch hier haben wir einen 4-Band vollparametrischen Equalizer plus High- und Low-Shelf als Equalizer-Ausstattung. Und der vierte Kanal ist dann eben unser Bluetooth-Kanal, den ich wahlweise auch umschalten kann auf die 3,5-Klinke-Buchse, sodass ich ein Handy mit Kabel anschließen kann. Außerdem können wir den Lautsprecher als Powerbank nutzen. Das heißt, wir haben 2 USB-Ausgänge, von denen der eine sogar 2 Ampere liefert. Mit der App, wie gesagt, kann ich den Vierkanal-Mischer, den digitalen Vierkanal-Mischer in all seinen Funktionen bedienen. Ich habe die Möglichkeit, für die beiden ersten Kanäle umzuschalten von Line auf Mikrofonpegel. Ich kann Phantom Power einschalten für die ersten beiden Kanäle und den parametrischen Equalizer bedienen. Das heißt, 4
Bänder sind vollparametrisch, plus Bass und Treble, was eben den beiden Reglern auf der Front direkt entspricht. Ich habe die Effekt-Engine, wo ich einmal Reverb, Delay und Chorus habe für die ersten drei Kanäle. Ich habe im Ausgang außerdem nochmal 8 vollparametrische Equalizer-Bänder. Wir können uns Snapshots machen für beliebte Einstellungen, die ich eben schnell wieder aufrufen kann. Und was ganz wichtig ist, wir können jederzeit ein Firmware-Update machen. Das sollte man auch tun, um regelmäßig zu checken, ob der Lautsprecher irgendwelche neuen Funktionen bekommen hat. Ja, das ist der JBL E-in-1 Compact. Natürlich hier erhältlich beim Music Store. Kommt vorbei und testet den Lautsprecher.